Herzlich willkommen zurück zur 42. Folge von Let's Play Mario Plus Rabbids Kingdom Battle und ich hoffe, wir sind jetzt endlich bald fertig, denn ich habe dieses Let's Play nun lang genug in die Länge gezogen und heute geht es weiter mit Kapitel 48 Festungswachen. Das klingt doch schon sehr nach Finale, weil 48. Jetzt hatten sie immer nur 7. Vielleicht nähern wir uns tatsächlich, vielleicht ist das sogar schon das letzte Kapitel und danach folgt nur noch der Bossfight. Mal sehen. Jetzt gibt es auf jeden Fall eine Kiste hier und dieser Block hier muss nach unten geschoben werden. Aber zuerst gibt es mehr Tarotkarten. Schwarzbase oder Schwarzbase. Keine Ahnung, das Ganze muss jetzt auf jeden Fall darüber geschoben werden. Ja, so ist natürlich nicht. Oh Gott. Ach, so ein Scheiß ist das wieder. Na, ganz toll. Also da muss es lang. Ups. Ja, das war nicht so clever. Verdammt. Und wie soll das jetzt gehen? Jetzt geht er ganz bis rüber. Ich hasse solche Rätsel. Auch wenn sie das Spiel irgendwie ein bisschen einzigartig machen. Ja, toll. Jetzt geht das Teil wieder darüber. Ach, warte mal. Hä? Nee, geht ja gar nicht. Ah, doch, warte. Nee, das rastet jetzt mit Vollkaracho rein. Ja, das war zu erwarten. Wie soll es denn sonst gehen? Irgendwann muss ich es ja da dran kriegen. Ach, es geht so einfach. Zack. Zack. Und dann da dagegen. Dann da dagegen. Dann mit Kabums darüber und dann danach. Unten. Flop. Und über das hier kommen wir nach unten. Naja. Gut, jetzt haben wir unnötig lange für das Rätsel gebraucht. Jetzt könnten wir es auch mal lösen. Ach was, da geht's jetzt. Da geht's jetzt auf einmal wieder nur ein Feld weiter. Na gut. Aber wir müssen es sowieso da lang schieben, weil auf der anderen Seite haben wir gar keinen Zugang. Zack. Zack, 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 zack. Ich will da rundherum laufen. Ach, so war das gemeint. Ach, scheiße. Da ist jetzt nur tricky, weil man nicht immer rankommt an das Teil. Kann man das da drüber schieben? War ja klar. Okay, dann muss man jetzt aufpassen, wie man welchen Zug anstellt. Da kann ein Zug schnell zum Verhängnis werden. Aber das sollte jetzt klappen. So. Oh Gott. So geht das gar nicht. Hm. Ah, verdammt, falsche Richtung. Kann ja gar nicht so gehen. Muss ja da ganz rüber. So, und jetzt scheint es aber geschafft zu sein. Diese Felder finde ich cool. Weil es war mir doch ein Challenge, aber muss ich die ganze Zeit drum herumlaufen. So, und noch einmal. Jetzt muss ich nur noch auf diesen dämlichen Schalter drauf, damit wir endlich weiter können. Dieser Schalter ist da drüben. Und hier sind wieder so Rutschplatten. Ach, wie schön. Genau, die krachen da dagegen. Ach so, ja, warte, genau. Zack. 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 Dann geht's da runter, darüber, darüber, darunter, da. Oh, verdammt. Ach so, warte. Dann machen wir das einfach so rum. Das geht ja auch nicht.
Warte. So geht's aber. Genau, und jetzt einen Stoß. Dann das Ganze daher. 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 Und das Ganze ist getan. Behaupte ich mal. Ja. Eine etwas längere Rätsel. War von der Schwierigkeit eigentlich gleich wie die anderen. Gab es noch sonst irgendwas? Nein, schaut nicht so aus. Hier gibt es jedenfalls wieder einen Kampf, eine Kiste und auf dem Weg lag noch Cash. Melodei, ganz namensfrei. 2, ja. Beziehungsweise namensdämlich. Bleiben wir bei der Combo? Hm, ja, ich denke schon. Können immer noch wechseln. Besiege alle Gegner. Wir haben 3, 4 von den Idioten, 2 von den, das sind Feiglinge, glaube ich, also wie diese Wächter oder wie die heißen. Ich würde gerne mal zuerst planen. Ach, wir haben diese, sind das normale Sigis? Hopsa. Oh, ich sage das gerne. 1, 2, 3, 4 davon und hier, da, ach, sie ist nämlich ein Helfer. Na gut, dann können wir jetzt kämpfen. Wie gehen wir denn am blödesten gegen dich vor? Hm, von hier aus? Ach, warte mal, Yoshi. Du kannst hier oben schon mal ordentlich Damage anrichten. Und die schon mal ordentlich Wrecken oder zurichten. Nur 60? Naja, von mir aus. Also erstmal brauchen wir den Eierbrecher ein bisschen, damit das ein bisschen mehr Schaden macht. Und dann geht's dir an den Kragen. Perfekt, weg mit dir. Du kriegst einerseits den hier. Andererseits hast du Chance, irgendwen zu treffen? Na toll. War ja klar. Mir kann ich da dämliche Deckung zerstören. Passt. Und Peach muss sich jetzt aber um den hier kümmern. Sonst könnte das böse enden. Wobei, das war jetzt schon nicht gerade clever. Außen. Ah, nee, das heilt nur. Naja, vielleicht kann sie ihn töten, wenn sie Glück hat. Hm, immerhin klebt er schön. Und ein Schild kann definitiv nicht schaden. Na gut, du wirst definitiv jetzt Peach Schaden machen. Nein, du scheinst dich für Yoshi. Okay. Zündet sich damit selbst an. Läuft das Visier von Mario. Das war dumm. Das war sehr, sehr dumm. Ach was, der geht auch auf Yoshi? Die sind aber gemein. Du hast gegen Dinosaurier. Richtige Rassisten. Wie schön der glitzert. Ja, dein Schutzschild ist nutzlos. Und ich werde Mario jetzt noch festkleben. Oder auch nicht. Na toll. Naja, 80, das kann ich gerade noch einstecken. Ach was, wie dauert das so lange? Ich könnte auch mal etwas Beine drücken. Tinte, scheiße. Oh, nice. So viel Damage. Das macht Yoshi nichts. Und er geht auf Peach, die hat jetzt auch Tinte. Was? Übertreibt halt. Ja, bringt ihn gleich um. So, ihr werdet euch jetzt einfach gegenseitig befreien von eurer dämlichen Tinte. Dein Schutzschild kannst du dir sonst gleich mal sonst wohin. Kannst du dann keiner mehr reinrutschen? Och, was bist du für ein Schwachmat? Dann tötest du halt den einen da. So, weg da. Jetzt kannst du ja noch nicht schießen, aber du kannst ihr reinrutschen. Ah, warte, dann zerstören wir lieber schön sein Schutzfeld. Ah, hast du immer rutschen, dann kannst du hier einen Teamsprung machen. Ach du Scheiße, der hat ja diesen Kabums-Teamsprung. Ob das sinnvoll ist? Das wage ich erstmal zu bezweifeln. Aber probieren wir es.
Damit könnte ich beide wegschießen und sich selbst verletzt er in der Regel nicht. Ah, probieren wir es. Was? Er hat sich selbst... Wie kann... Wie erklärst du mir das? Dass du dir selbst gerade Schaden gemacht hast? Ja, weg mit dem. Man soll Mario reinrutschen. So, du gehst nämlich einfach mal da nach oben. Und holst ihn weg. So. Den hier kannst du dann, glaube ich, zu 100% treffen. Fuck, den Typen, da gibt's ja auch noch. Den habe ich jetzt gar nicht überhaupt gesehen. Naja, schauen wir mal, ob ich ihn treffen kann überhaupt. 100%. Na bitte. Oh, mit Honig. Und ich hoffe, Yoshi wird jetzt nicht allzu viel passieren. Ja, das zahlt sich schon aus. Ach scheiße, hinten kämpft ja auch einer. Hm. Was macht der? Nichts, er ist dämlich. Die töten Yoshi. Arschlöcher. Mhm. Er schießt auf Mario, den sicher mit Tinte. Ach komm, du gehst mir so am Arsch. Mit deinem Scheiß. Diese Viecher sind so die nervigsten von allen. Hm, toll. Rutsch ihn mal rein. Mach Marios dämlichen Tintenschwachsinn da weg. Und dann tötest du ihn hier. Naja, Moment. Der Typ ist gerade unser kleines Problem. Ach, ist der so schlimm, ist auch nicht ganz clever. Aber sich hier herzustellen ist clever. Ja, freien. Ich nenne es mal Zugriff. So, Tinte befreit. Nein, nein, nein. Schön auf dich. Honig, schön. Und bevor der Idiot noch auf die Idee kommt, sich hoch zu healen, setzt Mario den beiden ein Ende. Na, sicher, sicher. Das geht ja ganz einfach. Mit einem ganz coolen Tool, das sich dann nennt Hammer. Das beide nach Hause schickt, auch diesen dämlichen Helfer. Den ich hasse wie die Pest. Was genau hat der vor? Und der... Gut, ein bisschen Mario getötet. Oh mein Gott, regt mich der schon wieder auf. Was hat... Hat der überhaupt eine Distanzlimitierung oder kann der einfach so weit schießen, wie er will? Ich glaube, der kann einfach so weit schießen, wie er will. Natürlich komme ich jetzt nicht mehr zurück. Schauen wir mal, was die hier reißen kann. Ich habe so einen Hass auf dich. Ich glaube, dich töte ich jetzt. Ich werde jetzt alles darauf setzen, dich zu töten. Honig, das ist schon mal gut. Aber 198 reicht nicht. Wir brauchen Marios Damage. Das kriegen wir gerade nicht. Ah, wenn der noch leben würde, aber man kann ihn nicht mal zu nichts verwenden. Na gut, dann stellen wir mal hier hin, da bin ich mir gut geschützt. Und aktiviere ich mal eine Heldensicht, falls einer von denen zu intelligent ist, nach unten zu kommen. Dann muss ich ja die Gegner machen lassen. Scheiße, der geht jetzt nach oben, oder? So dumm kann er doch nicht sein. Okay, er geht nach oben. Was macht er? Also, hat ein Konzept. Ach, Tinte, wirklich. Wieso geht er nicht auf Mario? Hör doch auf mit deinen dämlichen Bomben. Geh mir so auf die Nerven. So, hör mal auf mit deinem dämlichen Schutzschild. Du bist jetzt tot. Und zwar für immer. Los. Hammer. Ach du Scheiße, hat der Schaden gemacht. Oh fuck, ich hab Peach was getötet. Ob sich das auszahlt und vor allem ob sich das gelohnt hat. Da habe ich mir so meine Zweifel. Das wird auf jeden Fall eine sehr, sehr schlechte Runde. Auch wenn noch zwei Schwachmaten übrig sind. Oh, das habe ich nicht bedacht. Was mit Marios Heldensicht?
Okay, jetzt bin ich sauer. Und zwar richtig sauer. So, und danach bist du tot. Der ist jetzt schon tot. Das war einfach so richtig schlecht, auch die Runde. Aber es ist mir eigentlich egal, wenn ich ehrlich bin. So, Kraftpaket, und jetzt mach du. Willst du wohl nicht so dämlich sein? Und ja klar, kann er ihn von da hitten. Wieso auch nicht? Naja, dann hau ich jetzt meinen Hammer. Ich kann ihn damit so ziemlich den letzten Hit geben. Steh auf und töte ihn. Auch wenn das gerade enorm scheiße war. Aber Mario sind immer noch der allerstärkste von allen. Der allerstärkste von allen. Wen denn sonst? Naja, es kriegt sich einen gut oder sogar nur ein okay. Ja klar, zu viele Züge wegen zu wenig Kämpfer. Yoshi sehr früh verloren. Es war nicht schwer, das war einfach nur schlecht gemacht von mir. Das kann man... Man kann es nicht anders sagen. Hier liegt noch sehr viel Geld herum. Naja, weiter geht's. Ach du Scheiße. Was ist das denn für ein Schwachsinn? Oh, toll. Ah ja. Ich will auf jeden Fall zu dem PC. Was zum? Von der Seite kommt man natürlich wieder nicht hin. Ja gut, dann schiebe ich den einfach aufs Rote. Nein! Ach komm schon. Ach, warte mal. Wenn einfach jeder auf irgendwas steht, du stehst auf grün, der steht auf rot, der steht auf blau. Ach, na toll. Ich brauche aber blau und gelb. Mann, ist das fies. Oh, warte. Was, wenn ich den auf blau stelle? Ja, haha. Dann kommt der mal schon wieder auf blau zurück. Geht auch. Ja. Der geht hier schön auf blau. Perfekt. Kann nämlich wieder zurückgehen. Und kann den hier auf rot hämmern. Ach warte, grün brauche ich zwingend, oder? War ja klar. Ne, brauche ich gar nicht zwingend. Blau brauche ich zwingend. Hä? Der muss irgendwie auf die Sonnenblumenteile in Scheiß gelegt werden. Irgendwann muss auf die Blumen. Wenn ich den von blau runtergebe, komme ich nicht mehr da weg. Nie wieder. Also muss der hier auf die Sonnenblumen, weil ein anderer kann ja gar nicht auf die Blumen. Blau ist doch sowieso oben. Also muss der hier auf die Blumen. Der hier auf Rot. Aha! Warte, 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 warte. So komme ich auch durch. Sonnenblumen und Blau sind von dort aus geregelt. Aber der ist auf Grün und der stört aber. Wie denn? Gibt es noch ein Feld, ein Geheimnis? Natürlich gibt es irgendwas Geheimes. Ach, warte mal. Wenn ich den hier einfach auf... Ich brauche aber irgendwas auf Sonnenblumen. Und den hier? Es... Hä? Ja, jetzt komme ich nie wieder darüber. Oder wie habt ihr euch das vorgestellt? Der hier muss auf grün sein, weil mir sonst gar nicht mal anfangen kann. Das ist mal so Grund Nummer 1.
Wahrscheinlich Rot brauche ich, aber Blau brauche ich, um da wieder wegzukommen. Das heißt, der hier muss auf Blau bleiben. Was ist, wenn ich den aber nicht auf, der ist auf Rot. Rot brauche ich nicht, um da wieder wegzukommen. Ah, warte mal, stelle ich den hier auf Blau? Den hier auf Rot? Den hier auf die Sonnenblumen. Ja, daher komme ich immer noch nicht an den Pilz ran. Ja, grün. Kann aufhören, immer die Kamera so dämlich wegzugehen, nur weil ich einen Schalter wechsle. Mhm. Toll, das kommt. Der hier ist fix auf Rot. Ach, ich bin so ein Idiot. Aber so richtig, ja. Der ist auf grün. Der muss daher nicht mehr auf grün, sondern auf blau. Und der muss daher auf... Der bleibt auf rot. Und den hier kann ich dann auf gelb switchen. Ja, jetzt haben wir es alle. Yippie. Pilzi, Pilzi. Als ob sie den gerade nur 70 gebracht hat. Was für ein Betrug. Hm, naja, von mir aus. Und den schiebe ich jetzt einfach wieder auf grün. Und damit hat sich die Sache... Ach nee, Scheiß. Auf Sonnenblumen musste ja. Da kann ich länger auf Rot stehen. Ich brauche Rot auch. Ich brauche Rot, Sonnenblumen und Grün. Das heißt, der muss auf Blau. Ah nee, warte. Zuerst muss der hier wieder auf Grün. Der muss auf Grün, genau. Diese Sequenzen nerven. Dann muss der wieder auf Blau. Weil Blau brauche ich nicht. Blau kann ich dann switchen. Ja, der ist auf Blau, der ist auf... Ah, Blödsinn, der muss wieder auf Grün. Der hier soll das Blau übernehmen. Blau brauche ich gar nicht, oder? Ist Blau denn notwendig? Nein. Also der ist hier auf Blau und der ist auf Grün. Der hier muss es auf die... Ja. Passt doch. Und weil ich Blau hier nicht brauche, schiebe ich den jetzt auf Rot. Genau. Jetzt komme ich zwar nicht mehr zurück, aber... Hierher. Endlich. Melodei ganz namensfrei 3. Ja. Wie komme ich da hin? Das ist mir gerade ziemlich egal. Oder auch nicht. Kann man den Weg da weiterbauen, oder wie? Nee, das hört da schon auf. Interessant. Naja, gut. Oh, hier haben wir wieder gekämpft. Das passiert in der nächsten Folge. Lasst Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Wir können noch kurz unsere Teammates ändern. Ja. Und ich dich liebe, du hast keine Punkte mehr. Da kommt wieder Luigi zurück. Weil du eh die verdammte... Ja, aber der hat viel mehr Werfherzpunkte wie du. Ah, Peach Dings hat Peach weniger Lebensradius hat und... Ja, dann bist du doch die bessere Peach. Fertigkeitenbaum haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht. Was hat ihr aus denn für Pussys aus Herzen bekommen? Es gibt einen Punkt, der nennt sich aus Herzteilen bekommen. Mhm. Übrigens auch von einem steigen Max-Minecraft-Punkte. So ein Schild. Der hat das Reisschaden erhöht. Das erhöht das. Erhöht das. Erhöht das. Erhöht das. Erhöht das. 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 Gibt es noch bei Mario? Ja, bei Mario gibt es nur diesen Punkt.
Ach, warte. Bei dem ist das Bewegungsfeld noch nicht auf Maximum. Das wird mir 25 aber, glaube ich, nicht gehen. Bist du wirklich? Naja, wir sammeln wohl lieber doch noch. Wo waren gerade 85? Also der Schaden ist eigentlich schon ziemlich viel. Das ist unnötig. Ja, das kann manchmal hilfreich sein. Ich glaube, kann einen Waffenschaden abzuhören. Das klingt doch noch sinnvoll. Na gut, das war's mit der Folge. Lasst Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert nicht vergessen. Schaut beim ganzen Social Media Kram vorbei. Dann macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.